geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Leute, dieses Video ist ein bisschen durcheinander heute. Das Video kommt irgendwie ein bisschen zu spät online, weil dieses Video bezieht sich auf ein Thema von vor über einer Woche. Aber egal, Leute, ihr habt ja sehr wahrscheinlich mitbekommen, dass an meinem Geburtstag mein eigener Merch rausgekommen ist. Ich erwähne es mal ganz kurz, itsme-shop.de, Leute. Leute, wir haben hier einen schwarzen Hoodie mit weißer Schrift und pinken Schatten. Dann mein absoluter Lieblingspulli, vor allem einfach nur wegen der Farbe, weil das meine Lieblingsfarbe ist. Genau, lilaner Pulli mit weißer Schrift, natürlich in Größe L und nicht in XS. Ich trage diesen Pulli gerne in Oversize. Dann der absolute Highlight. Und zwar ein schwarzer Cropped Hoodie, mal wieder mit weißer Schrift. Dann noch die beiden T-Shirts, einmal in rosa und einmal in hellblau mit der College-Schrift. Aber Moment mal, warum trage ich gerade meinen eigenen Merch nicht? Ja, so schon viel besser. Ich weiß nicht, ich trage meine T-Shirts meistens immer so hochgesteckt. Aber Leute, apropos, ich hatte ja Geburtstag. Ich habe extra für meinen Geburtstag so eine Konfettikanone gekauft, aber die nicht benutzt. Oh, mein Ohr. Ah, das war voll laut. Alter, wie sieht mein Zimmer schon wieder aus? Ich habe doch heute erst aufgeräumt. Die ganzen Heliumluftballons, die ich von Laura bekommen habe, sind auch irgendwie schon gestorben. Also irgendwie hält nur noch die ganze Zeit die 1. Boah, nee, ey, ich kann das jetzt nicht so liegen lassen. Ich will das jetzt aufräumen. Habe ich gerade eine halbe Stunde gestaubsaugt? Ja, habe ich. Das war jetzt gerade echt unnötig. Leute, ich habe euch nicht mal gezeigt, was ich zu meinem Geburtstag überhaupt bekommen habe. Ich habe einmal von dem lieben Julian, der den Misabel-Song bearbeitet hat. Ich bin Misabel, ich gucke Pay Moritz, mach YouTube nur für Geld. Dieses nice Teil hier bekommen, einfach so ein Misabel-Song, Spotify-Dings. Genau. Ach ja, übrigens, Misabel Song. Es wird ganz vielleicht in den nächsten Wochen ein neuer Song von mir online kommen. Vielleicht ein Misabel 2.0 Song, wer weiß. Er hat mir nicht nur das geschenkt, sondern auch so ein Riesending voll mit Traubenzuckerketten. Das ist natürlich immer noch nicht alles. Und zwar habe ich von ihm eine Box bekommen. Ich dachte so, okay, in der Box ist bestimmt was drin. Es ist diese verdammte Box hier. Das Einzige, was diese Box kann... Ich habe noch nie so ein unnötiges Geburtstagsgeschenk bekommen. Von Laura habe ich ja diese riesen Heliumluftballons bekommen. Und dazu noch ein Glätteisen. Und von meiner anderen Schwester habe ich noch einen Föhn bekommen. Aber der ist jetzt gerade oben auf dem Dachboden. Und ich habe gerade keine Lust, nach oben zu gehen. Und noch vieles, vieles mehr. Also Geld, Schokolade und alles Mögliche. Bonnie! Oh. Ich muss Bonnie einfach schon ganz bald wieder verlassen, weil ich bald wieder in den Urlaub fliege. Bonnie, ich verlasse dich bald wieder. Ich will dich nicht wieder verlassen. Denn, Leute, vielleicht hat es der eine oder andere schon in einem Video oder Insta-Story erwähnt. Ich fahre gemeinsam mit Moritz, Johannes, Keanu, Nona, Chris und Julian nach Malle. Ich habe richtig Bock, in 3 Tagen geht's auch schon los. Einfach mal wieder ins Ausland und einfach mal wieder wegfliegen. Oh mein Gott, ich war so verdammt lang nicht mehr im Ausland. Aber, Leute, das ist nicht das einzige Mal, dass ich dieses Jahr irgendwo hinfliege. Ich will's euch jetzt noch nicht verraten, weil das ist... Ich komme selber immer noch nicht drauf klar. Da, wo ich hinfliegen werde, ich hätte niemals in meinem ganzen Leben gedacht, dass ich da mal hinfliegen werde. Oh mein Gott, ich würde es euch am liebsten jetzt schon sagen, aber... Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wo ich hinfliegen werde. Ratet mal, welches Auto immer noch in der Garage steht und es immer noch nicht fahren kann, weil mein Führerschein noch nicht da ist. Ich dachte wirklich an meinen Geburtstag, okay, ich bin jetzt 18 geworden, ich kann jetzt endlich Auto fahren. Es ist mittlerweile schon Mitte Juli. Mein Führerschein ist immer noch nicht da. Ich kann mich reinsetzen, aber mir auch nicht. Aber Leute, wisst ihr was? Ich kann meinen Song im Auto hören. Ich bin Misabel, ich gucke per Moritz, mach ich die für Geld. Ich bin Misabel, ich bin Misabel. Okay, das reicht dann auch schon wieder. Nein, mein Handy ist gerade runtergefallen. Leute, ich weiß nicht, habt ihr mal Bock auf so ein Carpool-Video irgendwann? Ich weiß nicht, vielleicht mit meiner Schwester oder sowas. Ich glaube, das könnte echt witzig werden. Mich stört der Luftballon doch irgendwie. Damit kann man was viel Cooleres machen. Ich bin Misabel. Oh mein Gott. Ich bin Misabel. Ich kopiere Moritz und mache YouTube für Geld. And I... Vor einem Jahr fing es an. Heute nennen sie mich alle. Muss los, ich lebe meinen Traum. Okay, wir lassen es. Sonst kippe ich hier gleich wirklich noch um. Aber Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder dieses kurze, merkwürdige Video. Heute ist eigentlich nichts Krasses passiert. Aber Leute, für mich geht's morgen mal wieder in die Trampolinhalle. Also es wird immer wieder ein Trampolinhallen-Video geben. Und am Donnerstag wird auch wieder ein Video mit Moritz und Johannes und Lea und sowas gedreht. Es wird auf jeden Fall wieder nice, Leute. Also ich würde auf jeden Fall dein Abo da lassen. Und schaut auf jeden Fall auf meiner Merch-Seite itsme-shop.de vorbei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, Leute. Lasst ein Like da und wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Tschüss! I'm not afraid of the dark.